So, herzlich willkommen bei einem anderen Video. Zwar geht es um Tomb Raider. Und zwar hatte ich ja mal euch gesagt, dass es. Wir kriegen ja immer für Nebenmissionen oder sowas, kriegen wir ja immer Credits. Wofür sind diese Credits? Diese Credits können wir hier im Menü bei Marktplatz ausgeben. Und zwar hatte ich jetzt gerade eben mal geguckt, wir haben jetzt mittlerweile schon 112.000 Credits gesammelt. Okay, wofür sind die jetzt? Also, man kann sich solche Karten hier kaufen, solche Packs, die ja verschiedene Sachen drin haben. Da gibt es einmal ein Bronze-, Silber-, Goldpaket, Vorteilspack, Herausforderungspack und Wildpack. Ja? Des Weiteren, ja gut, das sind jetzt die Add-ons, sollten uns jetzt erstmal nicht interessieren. Zudem haben wir durch irgendwelche besonderen Sachen Geschenke bekommen. Wie zum Beispiel hier Medaillenbelohnung. Für das Verdienen von 5 Expeditionsmedaillen wurde ihnen ein Kartenpack gewährt. Oder das Jägerpack wird für das Entkommen aus dem Gulag gewährt. Haben wir auch gepackt. Oder in Flammenpack wird das Finden des Atlas gewährt. Also haben wir jetzt hier Geschenke bekommen, wenn wir irgendwelche großen Herausforderungen geschafft haben. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen die Dinger mal einfach. Mit dem letzten zuerst. So, und dann haben wir jetzt hier 5 Karten. Ne? Und die können wir jetzt aufdecken. Da haben wir hier drinne pyromanisch. Sie erhalten unbegrenzt Feuerpfeile, aber eine geringere Gesundheit. Auf kleinere Flamme senkt die Munitionsverbrauchsrate. Infiltrieren. Gewährt die Infiltrierer-Ausrüstung. Was? Chepre? Keine Ahnung. Feinde stehen immer in Brand und sind immun gegen Feuerschaden. Keine Ahnung. Gegen Feuer, Feinde, die einen Nahkampfangriff durchführen, können in Flammen aufgehen. Witzige Sachen. Und jetzt könnten wir, wie ich das verstanden habe, die Karten entweder behalten, dann sind die aktiv, oder halt verkaufen. Zum Beispiel jetzt so. Verkaufe ich. Schon haben wir mehr Credits. Ja, dann so viel dazu. Finde ich gut. Aber ich weiß noch nicht, ob die Karte jetzt, wenn ich sie nicht verkaufe, ob die jetzt direkt sofort aktiv ist. Das habe ich noch nicht so richtig rausgefunden. Aber wir können das ja mal einfach ausprobieren. Wir merken uns das jetzt mal, wenn uns irgendwie jemand mal Nahkampfangriff macht, ob der Typ dann auf einmal anfängt zu brennen. Oder ob wir ganz einfach unbegrenzte Feuerpfeile haben. Das ist natürlich, das können wir dann ja herausfinden. Okay, lassen wir das mal. Machen das nächste Paket auf. Das Jägerpaket. Endlosmagazine. Sofortiges Nachladen bei leerem Waffenmagazin. Okay. Giftigkeit. Gewährt unbegrenzt Giftpfeile. Und wenn man jetzt mal guckt, wenn man das verkauft, diese Karte, dann kriegt man schon 3200 Credits. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann, Bogenscharfschütze. Keine Bogenfähigkeit. Aber der Bogen besitzt einen besseren Zoom und richtet mehr Schaden an. Ah, nee. Das brauche ich nicht. Das können wir schon mal direkt wegfeuern. Dann verbliebene Jacke. Abenteuer. Okay. Gewährt die verbliebene Jacke und den ersten Rang der Jäger, Kämpfer und Überlebensfähigkeitsbäume. Das ist nicht schlecht. Und dann haben wir leere Magazine. Sie starten ohne Munition. Verstehe ich nicht. Weg damit.
Was ich mich noch frage, das werden wir, denke ich mal, auch in der nächsten Folge rausfinden. Also, glaube ich, Folge Nummer. Lass mich überlegen. Folge Nummer 18. Oder 19, weiß ich noch nicht. Dann kommen wir wieder bei den Typen an, wo wir Sachen kaufen können. Und ich frage mich, ob das Geld, was jetzt da oben steht, ob das Ingame-Spiel ist. Also, ne, ob wir das Geld dann zur Verfügung haben. Und dann können wir erstmal richtig schön einkaufen. Ja. Was haben wir hier? Gepanzert. Feinde besitzen doppelt so starke Standardpanzerung. Ja, weg damit. Ärgermarazine. Hab ich schon gerade eben schon verkauft. Oh, Militärsturmgewehr. Gewährt das Militärsturmgewehr? Standardvision. Vision. Version. Alles klar. Offene Wunden. Bei jedem Schaden blutet der Spieler 3 Sekunden lang. Brauche ich nicht. Gegenfeuer. Ja, das hatten wir jetzt schon mal. Können wir das einmal verkaufen. Okay. Gucken wir einfach mal. Ja, nee, das... Wie gesagt, wir gucken einfach mal jetzt in, wenn wir die nächste Runde spielen, was wir, jetzt, ob die Karten, die wir jetzt gerade aufgemacht haben, aufgedeckt haben, ob die aktiv sind. Und, ich glaube, dann finden wir gemeinsam raus, was diese Karten nun für Vorteile bringen oder auch nicht. Oder vielleicht sind es einfach nur, keine Ahnung, keine Ahnung, und zudem herausfinden, ob wir das Geld, was da diese Credits gerade da standen, ob wir das dann auch in-game auch ausgeben können. Oder halt wirklich nur für diese Karten. Genau, das wollte ich euch schon mal zeigen. Und wie gesagt, sollte nur ein kurzes Video sein, so ein bisschen Infos, weil das Menü habt ihr ja selber, glaube ich, noch nie gesehen. So sieht das Menü aus. Was gibt's hier noch? Ich habe hier selber noch nie so durchgeguckt. Expedition. Aha, 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 aha. Marktplatz. Achso, dann kommen wir hier wieder zurück. Okay. Laternen abschießen. Kombozähler, Objekte sammeln. Okay. Gibt es ja schon ordentlich hier viel zu tun. Aber okay. Wir machen hier einen Cut. Wie gesagt, nur ein kurzes Video zum Marktplatz von diesem Spiel. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ja, würde ich sagen, Tschüssikowski.